Als relativ alter Sack habe ich natürlich auch schon in meinen Jugendjahren mit den originalen Game & Watch Erfahrungen gesammelt, habe aber selbst nie einen besessen, deswegen ist es einmal vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich endlich einmal 2020, also 40 Jahre später, endlich mal ein Game & Watch mein eigen nenne, aber und das natürlich eine moderne Variante davon ist. Ist jetzt rausgekommen im Zuge des 35 Jahre Super Mario Jubiläums und was genau da drauf ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich habe mich gar nicht so recht damit beschäftigt, damit ich mich ein bisschen überraschen lasse, gemeinsam mit euch. Und schauen wir einfach einmal rein, da wir das Ganze mal unboxen. Da, was man schon mal sieht, es ist da diese Außenhülle. Und da sind auf der Außenhülle sind auch schon Elemente oben, wie zum Beispiel die Super Mario Bros. Umgebung. Ganz witzig, so erstes. Die erste Welt von Mario Bros. Ist da quasi schon auf der Außenhülle. Ja, und das System selber ist, ich vermute mal, dass das ziemlich original gehalten ist. Ich habe niemals die originale Game & Watch Verpackung gesehen, aber ich denke mal, das ist schon wahrscheinlich relativ originalgetreu. Ja, was ist drauf? Super Mario Bros. Ist Originalspiel komplett, Super Mario Bros. 2, The Lost Levels ist auch oben. Ball ist wahrscheinlich auch Game & Watch Spiel und ein Wecker. Jo, dann schauen wir da mal rein. So, was uns da drinnen erwartet. Es prangt da eh schon ganz groß der Hinweis oben auf der, dass kein Netzteil enthalten. Jo, ja gut, weil heutzutage hat eh jeder schon USB-Netzteile. Schauen wir mal, was das für eins ist. Ein USB-C oder ein USB-Micro. So, was ist da alles drinnen? Klopapier, wie der Jet Lone Star sagen wird, braucht man nicht. Ja, ein Kabel ist dabei. Wir werden mal gesehen, ist es USB-C oder ist es USB-Micro? Es ist ein USB-C sogar. Sehr, sehr fesch. Nintendo ist ähnlich der Moderne angelangt. Ja, das Kabel ist jetzt nicht recht lang. Aber ja, sollte das reichen zum Aufladen zumindest. Da ist ja schon der letzte Teil der Verpackung. Ja, wie kriegen wir das jetzt aus, ohne dass wir es kaputt machen. Da. Und da ist er schon. Der Game & Watch Super Mario Edition. Auch noch schön verpackt. Ja. Witzig, es ist ziemlich klar. Ich habe jetzt keinen direkten Größenvergleich mit früher. Wie groß die eigentlich wirklich im Original waren, aber ich denke, das wird schon hinkommen. Da ist der USB-C, war natürlich damals nicht verbaut. Und da ist auch schon der Einschalter. Schalten wir einfach mal ein, hoffen, dass genug. Oh! Nice! So, die Bedienungsbuttons haben sie auch ein bisschen aufgefrischt. Also, das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt das Originaldesign. Der mittlere, da ist der Time-Button. So. Aha. Das ist anscheinend der Lautsprecher. Da piept es außer. Ja, Lautstärke, sonst gibt es eigentlich gar nichts. Schau mal, was gibt es da nur für Tasten? Game, Time, Pause, Set. Set, drücken wir Set. Ah, ja, Lautstärke und Bildschirmhelligkeit. Und Set Time natürlich. So, Set. 15.12 Uhr ist es natürlich. So, wie kann man das eigentlich zum Piepsen aufhören lassen? Oder piepst es jetzt die ganze Zeit oder wie? Ja, das Screen ist eigentlich ganz nice, sehr klar, aber auflösungsmäßig und so schaut eigentlich ganz okay aus für diese Geräteklasse. Und schalten wir da ein. Ja, das ist einmal ganz schön nervig, ich habe keine Ahnung, war das bei der alten Game & Watch, dass die da dauernd gepiepst hat. Aber wurscht, schauen wir mal in die Spiele rein. Game. So, da haben wir natürlich Mario Bros., Mario Bros. 2 und Ball. Ja, das kennen wir ja schon irgendwo her. Ich glaube, das ist jetzt die 100. Version vom klassischen Mario Bros. Die ich mein eigen nenne. Aha. So, schauen wir mal, wie die Lautsprecher so hergeben. Okay, gar nicht so schlecht. Ja, man kennt es, es ist Mario Bros. Es ist Mario Bros. Auf einem sehr kleinen Screen. Deswegen drücken wir mal Reset. Reset Game, yes. Oder warte mal. Vielleicht gibt es ja sogar einen Resume-Modus. Da schauen wir es jetzt mal an, ob wir vielleicht. So, drücke auf Game. Oder gehe auf Time. Und wenn ich jetzt wieder auf Game gehe. Ah, bin ich im Spiel. Sehr nice. Dann schauen wir mal. Pause. Und ausschalten.
Wieder einschalten. Oh, nice! Das heißt, man kann wirklich das Spiel pausieren, das ganze Ding ausschalten und kann dann dort weiterspielen, wo man aufgehört hat. Das ist ja schon mal ganz, 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 ganz cool. So, Mario Bros. 2 ist natürlich mehr oder weniger das gleiche in Gelb, in Grün, wie auch immer, in Rot. Ist bei uns ja in Österreich oder Europa oder generell in der westlichen Welt nie rausgekommen. Ist quasi so die Fortsetzung. Ja, Japan rausgekommen, für den westlichen Markt haben sie sich dann entschieden, nein, wir bringen da ein anderes Spiel raus und da ist dann das Doki Doki Panik, hat es glaube ich im Originalkasten umgebaut worden mit Mario-Charaktere. Jo, und während ich rede, verspüre ich mich die ganze Zeit. Jo, das ist eben Mario Bros. 2, schauen wir mal. Passt, merkt ihr sogar bei beiden Spielen den Speicherstand. Und jetzt schauen wir uns Ball an, weil Ball ist ja so quasi der Klassiker, der Game & Watch Klassiker. Obwohl ich nicht weiß, ob der damals auch schon in Mario als Kopf gehabt hat. So. Okay, das ist Game & Watch. Meine Kinder, so haben Videospiele vor 40 Jahren ausgeschaut. Jo, interessanterweise gibt es ja anscheinend nur einen Musikmodus, aber ich habe keine Ahnung, wie man den Musikmodus eigentlich aktiviert oder was man sonst alles machen kann. Ich probiere jetzt einfach mal die Tasten oder länger zum Halten. Ich hab's. Anscheinend muss man einfach nur ein paar Sekunden auf den A-Button draufklicken. Dann kommt man in diesen Mode, der Mario Drawing Song. Wir zeichnen Mario, schauen wir mal. Genau, das ist der Bug. Die haben einfach die falschen Untertitel. Ja, das ist jetzt die deutsche Version. Ja, ist jetzt glaube ich kein arger Hals- und Beinbruch. Ist aber ganz ein nettes Feature. Macht das Ganze vielleicht zeitloser. Vielleicht wird es irgendwann einmal eine korrigierte Version geben. Eine korrigierte Charge und dann sind die mit dem Fehler drauf natürlich nur begehrter für Sammler in der Zukunft. Und das war eigentlich auch schon wieder meine kleine Vorstellung des Super Mario Bros. Game & Watch in der Special Edition. Ist ein ganz nettes Teil. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ein Must-Have ist, weil es ist halt funktionsmäßig schon recht eingeschränkt. Es sind halt zwei Spiele oben, die eh schon jeder kennt. Ich glaube, das ist ganz eindeutig ein Sammlerstück, das man sich jetzt zulegt und sie in die Vitrine stellt und sich daran erfreut. Ich werde sicher nur ein bisschen herumspülen drauf. Vor allem diese ganzen Easter Eggs, was drauf sind, möchte ich mir nur ein bisschen genauer anschauen. Aber ich befürchte, dass ich in nächster Zeit deutlich mehr Zeit mit dem da Verbringerwert, das heute eingetroffen ist. Ja, dann danke wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert jetzt. Den Schaß schaltet ihr jetzt an. Dann wünsche ich euch jetzt nur einen wunderschönen Tag und man sieht sich dann spätestens nächste Woche, wenn ich dann gemeinsam mit euch da wieder die PlayStation 5 entgegennehmen, auspacken und zelebrieren werde. Auf das freue ich mich schon gescheit. Pfiat euch!